Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur Gothic 2 Mod. Gothic, a prequel story von der Modderin Jace. Wir sind hier eigentlich mit der Demo schon durch. Also wir haben die in der letzten Folge schon durchgespielt, wir haben die Credits bekommen. Aber es gibt noch ein bisschen was zu tun. Und ich finde es gut, dass man nach den Credits auch einfach weiterspielen kann. Denn ja, wir haben noch 3-4 Quests offen. Unter anderem die Sache mit dem Amulett. Das könnte ich Wedge einfach mal wiederbringen. Wenn der Mod ist jetzt eh durch, wir pausen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, das mache ich wahrscheinlich am Ende. Abrechnung mit Lefty, da lag der Mistkerl im Dreck, das war ein besonders schöner Anblick. Ich habe jetzt einen Schlüssel bei ihm, jetzt nur noch die Frage, welches Schloss er öffnet. Da weiß ich noch nicht so genau, was wir jetzt, wie wir das jetzt machen oder was wir jetzt machen können. Das große Unterfangen haben wir quasi fertig, das muss ich jetzt auch noch bei Homer abgeben. Und eine neue Aufgabe, ja, da können wir vielleicht einfach mal mit Silas quatschen. Aber bevor wir das heute machen, bin ich erstmal nochmal gewillt, ein bisschen durch die Gegend zu schlendern. Denn ihr seht da oben, ich würde gerne wissen, ob ich zum Beispiel da oben hinkomme oder so. Also die Demo-Welt ist ja an sich begrenzt, aber dort, wo ich hinkommen könnte, will ich schon noch versuchen, irgendwie hinzukommen. Einfach weil der Entdeckergeist noch nicht ganz befriedigt ist. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen in den letzten Folgen, aber auch einfach deswegen, weil die Quests halt so hübsch waren und ich lieber die machen wollte. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine Mod, wenn ich die Quest nicht liegen lasse, sondern verfolge. Das ist eigentlich wirklich ein gutes Zeichen von, ja, es ist fesselnd und interessant geschrieben, auch die Dialoge etc. Und ja, jetzt bleibt aber mal ein bisschen Zeit, um einfach mal ein bisschen Erfahrungspunkte zu farmen. So, denn ich könnte noch durchaus ein paar Level-Ups gebrauchen, von daher kommen jetzt hier so Scavenger wie die hier zum Beispiel sehr gelegen. Oh, guck mal. Hier haben wir noch ein Scavenger-Nest. Oh, da haben wir Snapper, alles klar. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Musik ein bisschen schwierig unterwegs ist, sagen wir es mal so. Die fängt immer wieder an manchen Stellen einfach neu an und hört auf und beginnt wieder von vorne, so wie hier gerade. Das sind aber alles ausgewachsen, oder? Hier schon wieder. Der Song fängt die ganze Zeit von vorne an. Wo ist jetzt die Frage? Kriege ich den nochmal getroffen? Okay, wenn der jetzt nicht trifft, gebe ich es auf. Okay, ich gebe auf. Ja, da oben sehen wir die Grenze der Spielwelt. Das bedeutet, wir können hier schon nochmal weiter gucken. Guck mal, da ist das Stonehenge. Wir können sogar in Stonehenge rein. Ach, das ist ja eine coole Sache. Das heißt, wir haben wirklich noch viel zu erkunden. Das heißt, diese und wahrscheinlich auch nächste Folge nochmal große Erkundungstour. Guck mal, wir haben noch einiges an Seraphis, was wir noch sammeln können. Konnte man in Gothic 1 hier auch schon lang? Ist das auch schon hier in Gothic 1 möglich gewesen? Ich glaube nicht, oder? Also ich meine nicht. So. Ja, so viel halten wir tatsächlich nicht aus. Also ich sollte schon noch überlegen, dass ich jetzt nicht in eine größere Gruppe von 4-5 Scavengern reinrenne. Das wäre nicht so smart. So, hier haben wir die Demo-Wall, die hier. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Trank. Hallo, Steinwurzel. Ja gut, das ist eine unsichtbare Demo-Wall halt, ne? Was erwartet man? Hier haben wir noch einen Lederbeutel und Wasser. Sehr cool. Das hat sich also auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Schädel. Den kann ich sogar mitnehmen, geil. Ich frage mich, ob man in Gothic 1 hier auch schon hinkam. Das frage ich mich wirklich, ob das möglich ist, in Gothic 1 herzukommen. Ach geil, wir haben hier einen Sprinttrank gefunden, das ist ja cool. Gut. Okay, wir gehen erstmal wieder den Weg zurück. Gut, dass wir hier oben jetzt mal waren. Wahrscheinlich geht es ja auch sogar noch weiter, oder? Ja. Kronstöcke. Ui. Kommt man hier hoch?
immer so die Frage, ne? Ja, mit ein bisschen Luft und Liebe kommt man hier hoch. Cool. Okay, ich glaube aber, dass natürlich nichts nützt. Aber okay, haben wir uns hier also gründlich nochmal umgeguckt. Ich hoffe, jetzt sterbe ich nicht. Okay, sehr gut. Das geht manchmal schneller, als man will oder als man denkt. Tolle Atmosphäre. Also, ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen. Die Mod schafft es wirklich, eine richtig coole Gothic 1 Atmosphäre aufzubauen und aufrechtzuhalten auch. Und das ist natürlich ultra wichtig, gerade für eine Prequel-Mod für Gothic 1. Dass man da sich als Gothic-Spieler auch heimelig fühlt, das ist bei jeder Mod natürlich wichtig. Aber jede Mod hat ja auch ihren eigenen Touch. Ich bin so tot. Vielleicht mit rausloggen könnte man es schaffen. Da rechts am Abhang sehe ich noch eine Leiche. Ein Skelett. Ah, it's all about the crits. Also ein Snapper würde ich mir auch zutrauen, ehrlich gesagt. Okay, komm. Jetzt werde ich greedy. Okay. Ich höre die Snapper. Bei denen habe ich natürlich nochmal gewaltig Respekt, aber ich glaube, einen könnte ich schaffen. Aber schauen wir mal. Ich habe hier, wie gesagt, da vorne. Hier am Abhang. Oh, das ist ja ein geiler Spot. Junge, was hat er denn hier bitte für einen geilen Spot gehabt? Silberner Ring, Wacholder, Dolch. Wasser. Das könnte ein Paar gewesen sein, oder? So ein Liebespaar, was hier oben sich gemeinsam das Leben genommen hat oder so? Oder die bei der Erschaffung der Barriere einfach weggebrutzelt worden. Könnte vielleicht auch sein. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Musik aber ein bisschen lauter geworden ist. Verstehe ich nicht. Habe ich eigentlich nicht lauter gemacht. Ich so romantisch dann hier am Lagerfeuer saßen. Oder in dem Moment kam die Barriere und hat die halt einfach weggebrutzelt. Wie auch immer das passiert sein könnte. Oder die haben sich halt wirklich das Leben genommen. Aber das sind so coole Details. Sowas liebe ich an der Mod. Was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass das irgendeine Anspielung ist. Auf zum Beispiel Strafkolonie Online. Weil ich weiß, dass Jace damals Strafkolonie Online mit mir gespielt hatte, damals zu der fast etwa gleichen Zeit fast. Und dass sie da auch drin war. Vielleicht ist das ja hier sogar irgendeine Anspielung aus Strafkolonie Online oder so. Weiß ich nicht. Könnte ich mir echt vorstellen. Oder aus irgendwelchen anderen Mods irgendeine Anspielung. Die ich jetzt auf Anhieb nicht kenne. Aber Jace, falls du das gerade siehst, vielleicht kannst du das auflösen. So, was haben wir denn hier? Ja, das sind einige Snapper. Boah. Also ich will es mal probieren. Snapper? Könnte schon übel werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Die stehen so blöd nah beieinander. Das ist natürlich nicht geil. Ich muss versuchen, irgendwie einen rauszulocken. Och, Leute. Okay, jetzt. Bisschen weiter weg, damit die anderen nicht aufmerksam werden. Das wird nix. Kann ich euch sagen, wie es ist? Das wird nix. Also mit dem hatte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Glück, weil der jetzt nicht gekrittet hatte. Das erste Mal hat er gekrittet, aber beim zweiten Mal wäre ich tot gewesen. Ah, mal gucken. Also könnte was werden, aber das könnte jetzt natürlich auch sehr zeitintensiv werden. Weiß ich jetzt nicht, ob ich euch das antun will.
Ey, aber andererseits will ich schon wissen, ob es da hinten noch irgendwelche Geheimnisse gibt oder so. Irgendwelchen coolen Loot. Eine Rüstung oder so. Das ist das, was mir in der Demo noch ein bisschen gefehlt hat. Klar, man kriegt hier diese Hose und so. Das ist auch ganz... Oh, jetzt bin ich tot. Das ist auch ganz nett und so, aber irgendwie eine Rüstung hat mir noch gefehlt bis dato. Das hat mir bisher wirklich noch so ein bisschen gefehlt. Na komm. Zurückspringen und schlagen. Ach Mann, ey. Sobald der Flow einmal gestört ist, nicht so einfach. Pilzsuppe. Oh, bringt auch noch Mana-Bonus. Nicht schlecht. Ich bin halt so ein ungeduldiger Typ, ne? Ich weiß nicht. Also privat würde ich das jetzt schon machen hier, mich da durchschnetzeln, aber für die Aufnahme weiß ich ja nicht, ob das so super spannend ist. Aber gut, ich sehe jetzt nur noch 3, 4, okay. Na, komm mal her. Ach, was? Scheiße. Oh, boy. Nein, oder? Okay, gut, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich hätte nicht vor dem anderen nicht gespeichert. Komm, komm her. Naja gut, Level up, immerhin. Kann ich irgendwelchen Loot sehen? Nee, ne? Das sind halt ein paar Pflanzen, okay, aber... Sonst ist da jetzt auch nicht mehr so ultra viel. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Was ganz gefährliches. Ich hab doch hier Snapperkraut. 1. Na gut. Zieh ich mir einfach mal kurz rein. Oder wäre noch mal... Oh, da sind noch ein paar mehr tatsächlich. Aber tatsächlich kein bedeutender Loot. Naja, gut. Oh Junge, ich bin so tot. Gut, ich denke, das kann ich mir sparen. Also hätte ich jetzt eine dickere Rüstung, würde ich die jetzt alle wegmachen, aber das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu zeitaufwendig. Ich will jetzt auch, ja, ein bisschen Fortschritt machen hier. Wir sind die Stufe aufgestiegen. Das würde ich jetzt nochmal in Einhandkampf investieren. Vielleicht schaffen wir es ja noch auf Meister, vor Abschluss der Mod, der Demo. Und deshalb heißt es, hallo Karim. Bring mir bei, besser zu kämpfen. Gut. Na, fangen wir mal an. Nein, das kostet ja jetzt 10 Lernpunkte. Das ist ja ein Ultra-Scam. Ich fühle mich gescammt. Und zwar aufs Übelste. Aber schön. Gut. Lebe ich jetzt mal damit. Okay, jetzt gucken wir uns quasi die Ebene an, wo wir gegenüber von den Varanen hochgeklettert sind. Wo wir die Scavenger schon mal gekillt hatten. Und zwar rede ich von dieser Ebene hier links. Da oben will ich mich jetzt auch nochmal umgucken. Da ging es auf jeden Fall noch weiter. Ich habe bloß beim letzten Mal abgebrochen, weil es halt so dunkel war. Okay, jetzt haben wir es zumindest noch 14.33 Uhr, also. Das sollte jetzt noch passen. Nein. Yes. Ich weiß auch noch, die beiden Disco-Wölfe hier oben, die von der Barriere fast zerfetzt wurden. Inklusive mir selber. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Nee, ich glaube nicht. Die sind gedespawnt mittlerweile. Noch. Eichenblatt, Eichenblatt. Ja, grundsätzlich kann ich auch selber Licht machen hier oben, wenn es zu dunkel wird. Ich muss einfach nur nah genug an die Barriere rangehen.
Ja, hier oben geht's halt noch weiter auf der Ebene. Würde mich nicht wundern, wenn hier oben irgendwie so eine Hütte ist oder irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Eremit oder noch ein paar Viecher oder ein Schatz oder sowas. Das würde mich alles nicht wundern. Ah, tatsächlich, guck mal. Hier gibt's wirklich was. Fackeln, Trank, Spruchrollen, sehr schön. Cool, sehr cool gemacht. Ich liebe sowas. Sowas liebe ich, solche kleinen Sachen. Damit der Entdeckergeist auch belohnt wird. Das finde ich ist auch wichtig bei einem Rollenspiel. Ist jetzt auch Gothic unabhängig, sage ich jetzt mal. Ist das wichtig auch, dass sowas gemacht wird. Okay, dann gucke ich mal. Es könnte sogar sein, dass ich hier einfach runtersliden kann und das überleben würde. Nee. Ist auch übrigens ein sehr schöner Todesschrei, den Jace hier synchronisiert hat. Die Todesschreie, die ich immer aufnehmen musste, die klangen alle so 10 von 10 cringe. Werde ich jetzt hier nicht live vormachen. Nein. Gut. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal zu Homer gehen. Und ihm mal Bescheid geben wegen der Arbeiter, die jetzt endlich da sind. Übrigens gibt's ja, steht ja noch so ein glatzkopfiger Typ namens Bill neben Homer. Da haben schon einige in den Kommentaren geschrieben, ah, das könnte doch der Reislord sein, der zukünftige. Dann habe ich mir die Szene nochmal und den Typen nochmal angeguckt und dachte mir so, yo, das stimmt. Das könnte halt wirklich tatsächlich der baldige Reislord sein. Das ist wirklich ziemlich valide Theorie. Das war doch schon vorher. So. Klettern wir mal hier hoch. Ja, man muss schon sagen, das ist schon eine solide Demo. Also mit vielen coolen Twists. Und hier haben wir den... Ja, es könnte wirklich der zukünftige Eislord sein. Kommt schon ein bisschen hin. Nur noch in jung und dünner. Hey. Ich habe die nötige Hilfe für den Bau des Damms gefunden. Du konntest tatsächlich 5 hilfsbereite Männer finden, die bereit sind beim Bau zu helfen? Mehr oder weniger hilfsbereit. Aber ja, sie werden sich bald hier versammeln und mit anpacken. Sehr gut. Endlich macht jemand mal was. Okay. Die Quest haben wir abgeschlossen. Tja, genau. Hier haben wir noch für Jeremiah. Müssen wir noch gucken, dass wir für den irgendwie nochmal eine Stelle finden. Da ist jetzt halt der Gedanke, da gehen wir mal zu Silas. Weil ich glaube, Silas könnte jetzt der richtige Ansprechpartner dafür sein. Ich meine, wir haben jetzt zwar noch keinen Reis, mit dem Reisschnaps irgendwie produziert werden könnte, aber... Ja. Puh, wie viele Banditen hier sind. Hey, können wir mal reden? Worum geht's? Also, du hast dich doch mit Cypher eingelassen. Da dachte ich mir, also vielleicht könnten wir auch mal zusammen eine Nacht verbringen. Du willst mich doch verarschen. Ich habe auch das nötige Herz, wenn es dir darum geht. Und ich würde mich auch vorher waschen. Junge, Alter. Auf keinen Fall, ich bin nicht so eine, ich war nicht mit Cypher in der Kiste. Oh Mann. Das war doch schon vorher klar. Ich war nicht mit Cypher in der Kiste. Also nein, aber waschen könntest du dich trotzdem. Ihr hattet nicht? Warum erzählen das denn alle? Weil er Scheiße erzählt. Ach so, oh, okay, schade. Oh Mann, Alter. Junge, ey, ach komm. Bring mir bei, wie ich Tiere ausweide. Was willst du wissen? Ach so, ja gut, okay, die Lernpunkte haben wir jetzt sowieso nicht. Deshalb machen wir es natürlich nicht. Das hätte er doch. Suchst du zufällig jemanden, der sich mit Alchemie auskennt? Alchemie? Das ist eine Taverne. Hier wird das Essen verteilt. Was soll ich denn mit einem Alchemisten? Das kannst du gleich vergessen. Wenn ich jemanden brauche, dann ist es eine Küchenhilfe. Ich komme kaum noch hinterher, für die ganze Meute zu kochen. Du kannst bestimmt gut kochen. Aber Erz gibt es nicht für deine Arbeit. Dafür einen vollen Markt. Das hätte er doch besser wissen müssen.
Ich rede nicht von mir. Von wem sonst? Von Jeremia, einem Schöfer aus der Mine. Und der soll ein guter Koch sein? Ja, klar. Dann bring ihn mal her. Oh shit. Jetzt muss ich den ganzen Weg zur Mine wieder latschen, um ihn herzuholen. Oh nein. Ja, okay, ich mach das nochmal ganz kurz. Aber das müsst ihr euch jetzt, den ganzen Laufweg müsst ihr euch jetzt nicht nochmal geben. So, da sind wir zurück. Hier haben wir Jeremiah. Kannst du gut kochen? Kochen? Nicht wirklich. Gekocht habe ich so gut wie nie. Das ist natürlich schlecht. Wieso? Sucht jemand einen Koch? Ja, Silas. Der wird in der Taverne. Nee, das wird nichts. Wie wäre es, wenn wir einfach so tun, als könntest du gut kochen? Was? Wie soll das denn aussehen? Na, ich erzähle Silas von deinen großen Kochkünsten und du versuchst es einfach mal. Ob du jetzt Kräuter zusammenmixst oder Zutaten, da gibt's doch keinen Unterschied. Natürlich gibt es da einen Unterschied. Und einen Banditen zu belügen ist sowieso eine sehr schlechte Idee. Was hast du denn zu verlieren? Nun ja, also... Ja, du kannst natürlich auch einfach hierbleiben und verhungern. Oh Mann, du hast ja recht. Sehr gut, dann geh jetzt runter und rede mit Silas. Das wird übel enden, sage ich dir. Okay, alles klar. Gut, dann ist der Kollege hier alleine ab sofort am Schürfen. Das muss auch echt beängstigend sein, ne? Du bist ja alleine in diesem Loch. Es ist kein Tageslicht, kommt hier, nur das fahle Licht der Fackel erhält hier den Raum und du musst hier quasi alleine dann in der Dunkelheit schürfen. Jeden Moment könnte irgendwie sich ein Minecrawler durch die Gänge graben. So, das ist schon ziemlich beängstigend, muss man jetzt mal sagen. Tja. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal zu Silas zurück. So, dann schauen wir mal. Hallo, Silas. Das Problem habe ich kaum selbst. Ich habe mit dem Schiffer geredet. Du hast einen neuen Koch. Jetzt wird sich ja zeigen, ob er wirklich so ein guter Koch ist, wie du sagst. Und wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist gerade auf dem Weg und ist sicher bald da. Er soll sich nicht so viel Zeit damit lassen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Okay, ist die Quest jetzt abgeschlossen? Er sich so aufregt. Geschafft, Jeremia arbeitet jetzt für Silas. Ich sollte Silas Bescheid geben und nochmal vorbeisehen, wie der alte Mann sich in der Küche macht, wenn er mit der Arbeit begonnen hat. Okay, alles klar. Ja, wozu passt jetzt dieser Schlüssel, den ich von Lefty habe? Na gut, dann ist das erstmal so. Ich werde jetzt nochmal hier mich hier hinten umgucken. Vielleicht gibt es ja da oben eine Kiste oder so versteckt, die von Lefty ist. Wer weiß. Ja, so eine versteckte Kiste hier oben. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Kiste in seiner Butze war. Oh. Das waren ein paar Erfahrungspunkte. Durch das Töten einer Fleischwanze bekommen. Guck mal, da liegt irgendwelcher Krempel rum. Vielleicht ist da auch so eine Kiste versteckt. Die zufälligerweise genau Lefty gehört. Was? Ich one-hitte eine Fleischwanze nicht mal? Oh je, das ist aber bitter. Das ist aber wirklich bitter. Okay, hier haben wir noch ein paar Erzbrocken. Ich traue der friedlichen Atmosphäre hier gerade nicht. Ist der Dammlurker da, frage ich mich? Nee. Das ist wirklich so ein Gothic 1 Ding, der ist jetzt noch nicht hier. Der kommt irgendwann mal. Oh, da ist ein Grab. Okay, interessant. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Flammendorn. Vielleicht gibt es hier oben auch noch ein bisschen was zu holen. Aber bevor ich da jetzt hochklettere, gucke ich mir das Grab erstmal genauer an. Am Ende hat Lefty jetzt hier so ein trauriges Schicksal irgendwie.
So irgendwie das Grab von seiner Mutter oder seinem Vater oder so oder Bruder oder was auch immer. Mit dem Schlüssel kann man hier seine, die Hinterlassenschaften irgendwie öffnen oder so, aber ist wohl nicht der Fall. Tja, da oben ist ein Lurker tatsächlich. Dammlurker Vater! Ist ja witzig. Und aus irgendeinem Grund ist er schon fast tot. Mal, ob ich ein bisschen besser an den rankomme. Ich kann mir vorstellen, im Nahkampf habe ich keine Chance gegen den. Ah, da gibt es offenbar noch eine Dammlurker-Mutter, wie sie es anhört. Ich mache mit dem Bogen einfach gar nichts. Ah, ich gehe mal von der anderen Seite ran. Ich traue mich von der Seite hier ganz sicher nicht. Ah, da oben ist er. Okay. Hier oben links gibt es einen Aufgang. Ach, Mann. Oh. Da muss ich aber aufpassen. Das hier ist schon Barriere. Oh, Äpfel. Siehste, genau, ich sollte mich mal wieder an einen Kochtopf stellen, dann könnte ich mal wieder... Ah, vielleicht haben die deswegen Schaden bekommen. Die Lurker. Der Fatteren zumindest. Vielleicht ist der zu nah an der Barriere dran gewesen, ist der nicht runtergefetzt worden. Hä? Wo ist der denn jetzt? Der ist jetzt aber nicht runtergefallen, oder? Ah ne, der ist wieder hingelaufen, okay. Ich habe einen Lurker überstehe. Puh. Könnte sein, dass das nichts wird. Ich bin... Hier ist eine ein Texturenfehler. Okay. Wie gesagt, ist nur eine Demo. Alles gut, sowas ist zu verzeihen. Hat mir ja gut gegeben, ey. Ich habe jetzt noch ein paar Zauber, die ich vielleicht benutzen könnte. Dammlurker Mutter. Ich darf... Ah, jetzt darf ich. Okay. Ah, es hat gut Schaden gemacht. Jetzt müssten hier nur noch irgendwo wahrscheinlich Dammlurker-Eier versteckt sein. Dammlurker-Eier. Ach, hier! Das ist das Ei des Dammlurkers. Ach, sehr cool. Ist ja cool. Das ist wirklich das Ei des Dammlurkers, der dann später da spawnt. Ist ja cool. Auch sowas, ne? Das sind so coole kleine Details. Gothic-Kenner, die wissen das halt, aber jemand, der zum Beispiel keine Ahnung von Gothic hat, wird mit dieser Information oder mit den Namen dieser Lurker ja wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Finde ich irgendwie auch witzig. Okay, haben wir das erledigt? Haben wir uns hier hinten nochmal erfolgreich umgesehen. Jetzt bleibt für mich eigentlich nichts mehr weiter zu tun, außer... Wir gucken uns halt nochmal ein bisschen außerhalb des Lagers draußen um. Schauen einfach mal, wo wir noch hinkommen können. Wir können nochmal zum Stonehenge hochgehen. Wobei, nee, können wir nicht. Der Weg dorthin ist so krass mit Snappern gepflastert. Das werde ich nicht überleben. Oder das wird sehr zeitaufwendig. Anderer Weg wäre quasi nochmal runter in Richtung Alte Mine. Minenwald, so. Wie gesagt, es gibt noch irgendwo eine Frau, die Liv heißt, die muss ich irgendwie noch finden. Oder was heißt muss? Ich möchte die ganz gerne noch irgendwo finden. Und ja. Das steht noch auf meiner To-Do. Und dann, wenn ein paar Tage in-game ins Land gegangen sind, gucke ich nochmal bei Silas vorbei. Und schaue einfach mal, wie sich Jeremiah als Koch so macht. Wahrscheinlich... wird es entweder so sein, dass er sagt, boah, der ist wirklich ein richtig guter Koch und er wusste es selber gar nicht, dass er so gut kochen kann. Oder es wird vielleicht so sein, dass er sagt, der ist völlig nutzlos, ich töte den jetzt. Und dann müssen wir es verhindern. Oder, weiß ich nicht, die einigen sich jetzt schon darauf, dass er irgendwie einen guten Schnaps brauen kann oder so. Aus welchen Materialien und Ressourcen auch immer.
Genau. Tja, und ob ich Lefties Kiste nochmal irgendwo finde? Hm. Gibt noch ein paar offene Punkte. Muss man sagen, ein paar offene Punkte gibt's noch. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Pflanzen. Ach, Idiot, ich wollte eigentlich nochmal kochen gehen. Ah, jetzt habe ich's vergessen. Egal, machen wir auf dem Rückweg dann nochmal. Weil andererseits, wir müssen das eigentlich nochmal machen, ne? Weil wenn wir jetzt nochmal rausgehen, ich habe keine Heilmittel mehr. Tränke sind gleich für alle zu kochen. Also ich habe nur noch unverkochte Sachen. Nee, das muss ich nochmal machen. Aber das werde ich wahrscheinlich zwischen den Aufnahmen nochmal machen. Also ich beende jetzt die Folge an der Stelle, dann werde ich zwischendurch nochmal kochen gehen alles. Und dann starten wir in der nächsten Folge wieder hier. Und dann gehen wir nochmal raus, ein bisschen die Gegend erkunden und einfach mal schauen, was wir noch so finden werden. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.